Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Ich weiß, es ist ein Zeitchen her seit der letzten Folge, aber es gibt Gründe. Zum einen war das Update auf 1.19, wo ich ein bisschen Zeit brauchte, um all meine Mods wieder richtig hinzubekommen. Und dann haben wir da drüben, was wir nicht sehen, letztes Mal ein großes Projekt angefangen. Ich habe da auch ein bisschen weiter gearbeitet. Und dann ist letzten Endes auch noch das heutige Projekt, nämlich unser Lager. Oder zumindest der Anfang davon. Denn ich werde heute nur schaffen, den Boden zu legen. Und weil ich mir ein Gebäude ausgesucht habe und mich entschieden habe, okay, wir machen das diesmal 1:1, haben wir Ausmaße von 100 mal 77 Blöcken. Es ist größer als ein Fußballfeld und ihr könnt euch vorstellen, das braucht einige Blöcke und ich habe noch nicht mal angefangen, die zu sammeln. Also das heißt mehr Grindywork für mich und das bedeutet aber auch, es wird noch ein Zeitchen dauern, bis diese Episode fertig ist. Also, ich sehe euch, wenn ich die Materialien habe. Seit dem letzten Clip sind etwa 2 Wochen vergangen und ich war damit beschäftigt, die Materialien zu sammeln. Wir haben schon fast alles. Hier Eisen und Gold, das war mühsam. Eisen habe ich versucht im Untergrund mit Strip Mining. Mäßig erfolgreich oder im hohen Gebirge, was ziemlich ergiebig war, aber hohe Gebirge sind rar und was mir dann am Schluss geholfen hat, ist im Deep Slate, wenn man da eine Eisenvene findet, die sind ziemlich ergiebig. Aber, wie ihr seht, hier haben wir noch eine Kiste frei. Wir brauchen eine ganze Kiste Glow Lichen. Und wir brauchen auch hier etwas Lehm. Und dafür müssen wir 2 behelfsmäßige Farmen bauen. Fangen wir mit der einfacheren an, die für Glowlichen. Und ich sollte zumindest alles hier drin haben. Wir brauchen ein paar Dropper. Hilfsblöcke. Hier oben noch einen, sehr schön, dann hier auf der Seite, machen wir das ganz einfach. Bei Hoppern da etwas rein, das Ganze muss gepowert werden.
brauche ich noch einen Comparator. Und dann sollte das funktionieren. Sehr schön. Ein paar Holzknöpfe, um zu verhindern, dass die Glow-Liken irgendwo hinwachsen, wo sie nicht sollen. Einen noch hier. Aha, zu wenig stark, dem können wir abhelfen. Vielleicht hier noch einen Block. Ja, damit wird auch dieser gepowert. Und mit diesem Schalter können wir das Ganze abschalten. Nun, hier drin habe ich Bone Meal. Müssen wir etwas befüllen. Mach mal überall vier rein. Fehlt noch einer. Unten noch vier. Die letzten vier hier rein. Wenn wir jetzt hier eine, genau, und jetzt mit der Schere, vielleicht nicht sehr schön, so bekommen wir ziemlich schnell unsere Glow-Liken zusammen. Wir brauchen für ein Glow-Liken brauchen wir ein Bone Meal, aber wenn wir einmal das abschneiden, bekommen wir 5 zurück. Die zweite Maschine ist etwas komplexer, darum habe ich die hier mal aufgebaut. Und was sie macht, sie wandelt Erde in Lehm um, den wir dann trocknen müssen für unseren Boden des Lagers. Weil ich aber die ganzen behelfsmäßigen Farmen hier sowieso nochmals bauen werde, folgt die Anleitung dann zu einem späteren Zeitpunkt. Hier sollte es funktionieren mit der Erde in der linken Hand und von hier werden wir versorgt und einer Schaufel, die nicht allzu effizient ist, sollten wir in der Lage sein, hier Lehm zu ernten.
Und das funktioniert wunderbar. Da ich nun alle Blöcke hoffentlich in ausreichender Menge habe, kann dem Fußboden eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Also, lass uns loslegen. Ursprünglich habe ich mir gedacht, dass ich vom Aufbau des Bodens einen Timelapse mache. Aber ich denke, das wäre nicht sehr interessant gewesen. Drum hier das fertige Produkt. Der gesamte Boden sollte überall ein Light Level haben, sodass nichts drauf spawnen kann. Und mit der Unterlage nun platziert, kann ich anfangen zu überlegen, was für Kisten und was für Materialien in die Kisten dann kommen und wie das Layout funktionieren soll. Zu guter Letzt wollen wir unseren Blick auch noch auf das monströse Projekt richten, das ich in der letzten Folge begonnen habe. Und wie ihr sehen könnt, hat sich einiges getan. Ich habe den oberen Teil mit Stein verkleidet und es ist noch alles sehr monoton. Hier unten kommt dann Erde oder Gras und dann muss ich noch am Übergang selbst arbeiten und natürlich auch an den feineren Details. Wie ihr vielleicht bemerkt, können wir nun viel weiter sehen als das letzte Mal. Und das liegt daran, dass ich Bobby installiert habe. Das ist ein kleinzeitiger Mod, der im Wesentlichen die Chunks, die ich erforscht habe, lokal bei mir speichert und diese verwendet, um eine weiter in die Entfernung zu rendern. Wenn wir darüber sehen, sehen wir eine harte Kante und das liegt einfach daran, dass ich diesen Chunk hier gar nie geladen habe vom Server. Drum kann er auch nicht gerendert werden. Aber mit diesem riesigen Berg hier ist das praktisch eine Notwendigkeit, denn wenn wir nicht in der Lage sind, die ganze Majestät des Gebildes hier zu sehen, dann macht es wirklich keinen Sinn, einen so riesigen Berg zu haben. Und ich denke, das funktioniert ganz gut. Und wir können auch von hier oben unsere Base da unten sehen. Und damit, mit diesem Blick, verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr habt euch so lange geduldet. Ich weiß, es hat ein Weilchen gedauert, bis ich diese Episode rausbringe. Aber es geht viel ab. Und es war viel Arbeit. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.